Die Krippen, die in unseren Wohnzimmern aufgestellt werden, oder auch die lebendige Krippe hier in Paderborn, wollen uns mit hineinnehmen in das Geschehen von Bethlehem damals, und wir können unseren Ort an der Krippe suchen. Manche, die vielleicht hier bei den Tieren sind, sagen, hier stinkt es. Es stimmt, hier riecht's. Hier riecht nach Tieren und es riecht nach Menschen, es riecht nach Leben. Und das ist genau das Geheimnis und die Botschaften von Weihnachten, dass Gott Mensch geworden ist und mitten ins Leben hineingekommen ist. Und im Gesicht des Kindes von Bethlehem bekommt das Versprechen Gottes ein Gesicht, dass er uns alle Tage unseres Lebens auf all unseren Lebenswegen begleiten wird. Und Gott wird Mensch, wo wir Menschen werden. Und deswegen wünsche ich uns, dass wir etwas von diesem Stallgeruch mitnehmen, von dieser Hoffnung, von Weihnachten, diesen Sehnsüchten, dass Gott uns begleitet und dass das Licht aufscheinen möge in unserer Welt. Und dass wir einander riechen können, im wahrsten Sinn des Wortes. Wo wir mithelfen, dass es menschlicher zugeht, dass wir Respekt voreinander haben, Respekt vor dem Leben und dem Geheimnis Gottes, der für uns einmal Mensch geworden ist. Und so wünsche ich Ihnen, Ihren Familien, Ihren Lieben, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ich danke Ihnen, wo Sie mitgeholfen haben, mit den Bonifatiuswerken, dass es menschlicher auf dieser Welt zugeht und dass Menschen etwas von diesem Stallgeruch mitbekommen, von diesem christlichen Stallgeruch der Hoffnung, dass Gott uns begleitet auf allen Lebenswegen und dass er jeden von uns riechen kann. Gesegnete Weihnachten und ein gutes 2020.